Ich möchte Sie im Namen der Grünen Akademie ganz herzlich begrüßen zur mittlerweile schon 5. Ausgabe unserer Reihe Was du nicht siehst, konkrete Utopien. Und heute ist unser Gast der Journalist und Buchautor Christoph Kucklick, der das Buch geschrieben hat, Die granulare Gesellschaft, wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst. Im Nebenberuf ist Herr Kucklick auch noch Chefredakteur der Zeitschrift Geo. Herr Kucklick, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Für diejenigen, die unsere Reihe noch nicht kennen, und zur kleinen Erklärung zwei Sätze vorweg. Also als wir zusammen mit der Hertie-Stiftung diese Vortragsreihe entwickelt haben, war unsere Grundidee, den so ein bisschen aus der Mode gekommenen Utopiebegriff zu revitalisieren und mit neuem Leben zu füllen. Wir wollten einen Brückenschlag versuchen zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaft. Das heißt, wir wollten uns Technologien angucken, die wahrscheinlich gerade erst so auf der Schwelle zum ganz großen Durchbruch sind, die vielleicht auch noch in deren wirklicher Erfolg oder in weiterer Ferne liegt, die aber trotzdem das Potenzial haben, die Welt radikal zu verändern. Und dabei interessierte uns nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die Frage, was es heißt für die Gesellschaft, für die Politik, welche ethischen Fragen sich stellen bei diesen neuen Technologien. Das Debüt ging am Dezember 2013 los mit Fabriken für alle, revolutionieren 3D-Drucker und Open-Source-Produktion unser Leben. Da hat der Ökonom Henrik Zent über dieses Thema referiert. Dann ging es weiter. Wir haben nachgedacht über den Traum und Albtraum eines verlängerten Lebens. Ein Neurowissenschaftler, Markus Butz-Ossendorf, und der Philosoph Oliver Müller haben über die Möglichkeiten und Grenzen radikaler Lebensverlängerung durch Medizintechnologien gesprochen. Dann haben wir im Herbst letzten Jahres den Wissenschaftsjournalisten Christian Schwergall zu Gast gehabt, der uns etwas erzählt hat über die analoge Revolution, wenn Technik lebendig wird und Natur mit dem Internet verschmilzt. Und dann schon 2015, André Wilkens hat uns die Frage beantwortet, ist analog das neue Bio, Nachdenken über die Digitalisierung von Lebensformen. Das war jetzt unser Programm bis heute und wir schließen dann an, nahtlos bleiben im digitalen Raum mit Christoph Kucklicks Vortrag zum Thema das vermessene Ich. Was noch eine wichtige Information ist, die konkreten Utopien sind ein Gemeinschaftsprodukt der Grünen Akademie, der Heinrich-Böll-Stiftung und der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Und darum gilt mein größter Dank an Katrin Schubert, Michael Knoll und Alexandra Liebscher von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, die den Abend möglich gemacht haben. Es ist super, mit euch zusammenzuarbeiten. Habe ich mir aufgeschrieben und mich trotzdem versprochen. Und ich übergebe euch jetzt die Bühne. So, erstmal herzlichen Dank, Stefan, für die lieben Worte. Herzlichen Willkommen an Sie, meine Gäste. Schön, dass Sie gekommen sind. Jetzt, ich glaube, wenn ich es richtig mitgezählt habe, jetzt auch zur 6. Veranstaltung. Und ich, um ehrlich zu sein, ich bin total froh und happy, dass Sie heute gekommen sind, Herr Kucklick. Das hat eine längere oder eine vielleicht nicht so ganz lange, aber eine kleine Vorgeschichte. Dieses Buch habe ich bei meiner Haus- und Hof Buchhandlung gekauft, Bötzow Buch, das ist das gleiche Haus, in dem ich selber wohne und wo ich unendlich viel Geld lasse. Und ich habe entdeckt, dass dieses Buch nämlich unterschrieben war von Herrn Kucklick. Und die Buchhändlerin Romy Weber, die stammt noch aus der, in Anführungszeichen, aus der alten DDR, ist mit unglaublich vielen
Künstlerinnen und Künstlern befreundet und da ist einfach häufiger Bücher auch unterschrieben und ich fragte sie eben dann, ob sie denn diesen Herrn Kukli kenne und sie schwärmte von ihnen. Dann habe ich mir das Buch gekauft und dann habe ich es kurz danach noch in der Süddeutschen Zeitung gelesen, die dieses Buch enorm gelobt hat. Und es war dann natürlich für mich Anlass und Anspruch, es so schnell wie möglich zu lesen. Und ich muss Ihnen gestehen, ich habe jetzt schon etliche Bücher über Digitalisierung gelesen, aber dieses Buch stellt alle anderen in den Schatten. Das muss ich wirklich sagen. Und Gott sei Dank ist Christian Schwägerl nicht da oder André Wilkens, die wir auch hier hatten und die ihre Bücher auch hier vorgestellt haben. Aber dieses Buch, ich kann es wirklich nur empfehlen, das ist eine Wucht. Und deshalb finde ich es total happy, dass Sie da sind. Ich schließe mich dem an. Nein, ganz herzlichen Dank für die natürlich viel zu freundliche Begrüßung. Danke. Ja, wir sind da noch nicht in der Diskussion. Vielleicht trotzdem ein paar Worte über Sie, weil nicht alle im Raum Sie kennen. Sie sind Politologe, Soziologe. Sie haben 2006 promoviert über ein Thema, das unmoralische Geschlecht zur Genese der negativen Andrologie. Ich wusste nicht, was Andrologie ist. Das Andrologie ist die männliche Entsprechung der Gynäkologie. Stimmt das? Das stimmt, ja. Aber nicht richtig. Doch, nein, das stimmt sogar. Ich versuche, es geht nur überhaupt nicht um Medizin in dem, ich bin kein Mediziner, es geht um sozusagen einen Männlichkeitsentwurf, ja, am Anfang der Moderne stand. Und ich habe nur versucht, diesen Namen zu kapern. Okay. Also auch an alle Lesefreunde hier im Saal auch nochmal lesen. Ich habe es noch nicht geschafft. Sie sind dann Journalist geworden. Ganz berühmt, Henry-Nannen-Schule, die Kaderschmiede hier in Deutschland für sehr gute Journalisten. Sie haben dann in fast allen Blättern gearbeitet, die von Rang und Namen sind. Hamburger Morgenpost, Stern, Geospezial, Brigitte habe ich gelesen, Amica. Jetzt lange her, meine Güte, aber Sie haben recht. Ja, ja, das stimmt. Ja. Dann waren Sie Chefredakteur von GeoSaison, das haben Sie dann geleitet und jetzt sind Sie seit etwa 18 Monaten Chefredakteur von GeoSpezial. Nee, von Geo. Von Geo, vom grünen Geo, ja. Genau, von GeoSpezial haben Sie, glaube ich, auch mal gearbeitet, wenn ich es richtig weiß. Genau, also seit 1. Juli 2014 Chefredakteur von Geo und das Beeindruckende ist, und ich weiß nicht, wann Sie es geschafft haben, aber in dieser Zeit haben Sie auch noch dieses Buch geschrieben. Das finde ich toll, dass Sie mir unterstellen, ich hätte das geschafft. Ich hatte das Glück, also ich habe es kurz vorher fertig machen können. Insofern ist es nicht ganz so eine tolle Leistung. Ich habe erst das fertig gemacht und das andere angefangen dann. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Worte ich über dieses Buch verlieren darf. Sie werden bestimmt auf etliche Thesen, die in diesem Buch ausgebreitet sind, jetzt auch noch während Ihres Vortrags eingehen. Ich glaube, die wichtigste Unterscheidung, die Sie machen, ist eben, um auch sowas von Moderne und der Zeit, in der wir jetzt leben und die vielleicht Postmoderne oder digitale Moderne nennen können, ist, dass wir vom Individuum zum Singularium kommen. Also der Einzelne in der Gesellschaft ist immer besser erkennbar, deutbar, auch vorhersehbar. Und das, was die Moderne immer geschafft hat, einen guten Durchschnitt von vielen zu bilden, da sagen Sie, das ist Moderne. Heute sind wir schon längst weiter. Wir könnten das Individuum hoch auflösen, herausheben aus der Einzelmasse. Wir können das super genau bestimmen. Deshalb auch diese Anspielung an Granularität, also die Hochauflösung von Bildern oder die Eigenschaft von Auflösung von Fotografie. Der nächste Clou, der in Ihrem Buch ja steht, dieses Spiel mit dem Wort Auflösung, das wenden Sie auch auf Institutionen an. Ja? Also nicht nur das Individuum ist auflösbar, sondern damit lösen sich auch Institutionen auf. Also in dieser Einzigartigkeit, in diesem Singularium ist der Mensch, ist Gesellschaft mit der Form von Institutionen, wie wir sie kennen, nicht mehr steuerbar. Und das hat natürlich enorme komplexe politische Auswirkungen, auf die Sie in Ihrem Buch auch eingehen. Sie beschreiben drei Revolutionen, Differenzrevolution, Intelligenzrevolution, Kontrollrevolution, alle mit unglaublichen Auswirkungen auf das soziale Zusammenleben. Und ich glaube, deshalb hat mir dieses Buch auch so gut gefallen, weil Sie
weder auf so einer technizistischen Ebene stehen geblieben sind, auch nicht irgendwie, wie toll man sich als Einzelner mit einem Handy und einem Smartphone fühlen kann oder wie grässlich und gefährlich das ist, sondern dass sie es geschafft haben, eben nochmal den nächsten Sprung in eine aggregierte Form, in eine aggregierte Fassung, nämlich in die gesellschaftliche Ebene zu kommen. Wir haben uns heute entschlossen, eben dieses Thema, das vermessene Ich, herauszupicken. In der Zwischenzeit gibt es eine Armada von Smartphone-Apps, von Aktivitätstrackern. Wir zählen unsere Schritte, unsere Kalorien, Herzfrequenz, Blutdruck, ob wir gut schlafen oder nicht. Ich hatte sogar einen Selbsttest. Ich hatte jetzt meine ganzen Daten, die ich während meiner letzten Monate gesammelt habe, während des Joggings, wollte ich mal aufarbeiten. Die Daten waren dann nicht so gut, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehen wollte. Aber trauen Sie sich ruhig. Es war nur ein Versuch. Jedenfalls, uns hat es interessiert, warum machen diese Menschen das? Warum vermessen die sich? Warum gibt es diese Tracker? Und ist es die pure Neugier? Ist es die Bestätigung eines eigenen Lebenswandels? Kommt da aber nicht schon irgendwie auch ein anderer Trend durch, eines besseren, gesünderen Lebens, den man jetzt auch durch die Gesellschaft wabern sieht? Vielleicht ist das auch ein Ausdruck eines neuen Way of Life. Also wer schon nicht raucht, wer schon nicht trinkt, der soll wenigstens wissen, was er denn dann hat und wenigstens an so einer App noch Spaß haben. Oder profitieren etwa die Krankenkassen? Sind das die Treiber dieser Sache? Ist der Neoliberalismus die treibende Form und kreiert damit neue Formen von Unfreiheit und Ungerechtigkeit? Oder gibt es ganz, ganz andere Erklärungen? Ich denke ja. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich jetzt auf Ihren Vortrag. Ich freue mich auf die Diskussion. Schön, dass Sie gekommen sind. Das tue ich auch. Herzlichen Dank. Falls Sie den Eindruck haben, ich hätte Herrn Knoll dafür bezahlt, für das viel, viel zu viele Lob, das habe ich nicht. Aber ich freue mich trotzdem sehr, sehr darüber, fühle mich sehr herzlich willkommen geheißen. Ja, ich spreche zum vermessenen Ich und ich habe mir zwei Fremdworte einfallen lassen für die Unterzeile, nämlich Utopie und Subversion eines neuen Menschen. Ich möchte aber viel schlichter anfangen. Ich möchte Ihnen zu Beginn von Felix erzählen. Das ist Felix. Hier sehen Sie ihn mit seiner Mutter. Felix ist ein kleiner Junge aus Berkeley, Kalifornien. Und Felix hat im Alter von 4 Jahren frühkindliche Diabetes entwickelt. Das ist nicht gut, weil diabetische Kinder entwickeln sich meistens nicht so wie normale Kinder, weil sie zu häufig entweder unter- oder überzuckert sind und in der Zeit laufen die normalen Entwicklungsprozesse nicht ab. Aber Felix' Eltern sind beide Datenwissenschaftler, Computerwissenschaftler. Und sie haben sich vorgenommen, Felix zum bestvermessenen Jungen der Welt zu machen. Sie haben ihn also mit Sensoren versehen. Sie haben so Fitnessarmbänder und andere Sensoren oft nicht um seinen Arm gemacht, weil der zu dünn ist, sondern um das Bein, um die auch noch sehr dünnen Beinchen, um Vitalwerte zu überwachen. Sie haben die neuesten digitalen Blutzuckermessgeräte verwendet. Die Kindergärtnerin gebeten, seine Aktivitäten minutiös zu verzeichnen. Sie haben alles, was er zu sich nimmt, genau registriert und analysiert, was es ist, welche Nährstoffe, wie viele Kalorien etc. Und das haben sie getan, um seine Krankheit so genau zu kennen, wie nur irgendwie möglich. Und als sie ganz viele Daten hatten, und es waren sehr viele, haben sie einen Algorithmus geschrieben, der die Insulindosis für Felix viel genauer berechnet, als das auf einem anderen Wege möglich wäre. Und so haben sie es geschafft, dass Felix tatsächlich 40% mehr normale Entwicklungszeit hat als vergleichbare diabetische Kinder. Das ist ein spektakulärer Erfolg und hilft Felix sozusagen auf seinem Lebensweg enorm. Wenn Sie sich fragen, vielleicht, warum erzähle ich Ihnen das? Felix ist doch gar kein Selbstvermesser, keiner, der das selbst macht. Stimmt, aber wenn er nur ein paar Jahre älter wäre, 16 oder 18, 20, dann hätte er all das selbst machen können. Was natürlich die Frage aufwirft, wenn, und ich gehe davon aus, dass sie es für eine gute Idee halten, was die Eltern mit ihm gemacht haben, weil es ihm halt enorm hilft, wenn das eine gute Idee ist, wäre es dann eine schlechte, wenn er das selbst gemacht hätte? Wo ist der Unterschied zwischen Selbstvermessung und vielleicht Hilfe von anderen? Das ist gar nicht so klar zu sagen.
Und wir kommen darauf zurück. Bevor wir tiefer gehen, dachte ich, ist es vielleicht sinnvoll, einmal ganz kurz zu gucken, worüber reden wir eigentlich? Was ist das eigentlich, Selbstvermessung? Sie hatten es gesagt, Fitness-Tracker und so. Ich habe mal so ein paar dieser Dinger zusammengestellt. Das ist Quantified Self, heißt das ja im Englischen, QS, das quantifizierte Selbst, das vermessene Ich. Das sind so Fitnessgeräte, so Fitnessbänder, die zurzeit im Einsatz sind. Ich denke mal, die meisten werden sie kennen. Es gibt einen ganzen Zoo von Geräten inzwischen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen verzerrt hier. Also die sehen nicht alle so unförmig aus. Die alles Mögliche messen. Blutdruck, Schwitzen, Schlafphasung, Bewegung und Stress und vieles, vieles mehr. Und sie zeugen natürlich erzeugen einen dauernden Strom individualisierter Daten, den man auswerten kann, man selbst, aber eben auch andere. Und es lassen sich natürlich auch von anderen Geräten, digitalen Geräten, Daten verarbeiten. Computer. Da gibt es Programme, dann kann man sehen, wie oft war man eigentlich im Netz an einem Tag, wie oft hat man gespielt, hätte man nicht ein bisschen mehr arbeiten sollen, solche Dinge. Das lässt sich alles machen. Und Selbstvermessung kann auch analog sein. Es gibt Leute, die ganz klassisch zum Beispiel ihre Stimmungen versuchen zu messen. Alle Stunde sagen sie, tragen sie eine in ein Tagebuch, jetzt fühle ich mich gerade wohl, jetzt fühle ich mich nicht wohl, um daraus eine Erkenntnis über sich selbst zu generieren. Hier nochmal ein paar weitere, also auch mit Brillen und es gibt noch viele, viele andere. Aber es ist eine enorm wachsende Anzahl von Geräten, die werden auch unter dem Begriff der Wearables, der Tragbaren, gefasst. Und was wird gemessen? Na, Stimmung, ich hatte schon gesagt, Joggen, wie oft, wie lange, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, alles das, was Sie, Herr Knoll, gemacht haben wahrscheinlich. Kraftsport, wie viele Gewichte, Ernährung, wie viele Kalorien, Produktivität, geschriebenen Mails pro Tag, wie oft nutze ich welche Anwendungen, Finanzen, Psychologie, Gewohnheiten, Stimmungen, Gesundheit, Schlafdauer. Ich habe selber mal versucht, ich habe relativ früh so eins gekauft, das war vorhin auch zu sehen, Jawbone heißt das, manche kennen das vielleicht. Man legt man sich hier so um den Arm, um festzustellen, wie man schläft. Ich muss sagen, ich habe es ein paar Nächte getragen, war auch ganz froh, wenn es dann nachts nicht abgefallen ist, und habe es dann aber in die Ecke gepfeffert, weil die Daten waren derartig blödsinnig, muss ich sagen. Das hat mir gesagt, ich habe prima durchgeschlafen, wenn ich definitiv aufgestanden bin und solche Sachen. Die werden aber besser. Also das waren Kinderkrankheiten, die werden schon besser. Aber ich bin selber kein Quantifier, falls Sie fragen sollten. Aber ich habe durchaus irgendwie eine, ich finde es irgendwie, also gebe ich auch zu, da steckt was drin und darüber reden wir jetzt ja auch. Es gibt aber auch Kunstprojekte, das habe ich jetzt hier nicht, aber es gibt auch Menschen, die dann ihre Blutwerte zu Kunstinstallationen verarbeiten. Also man kann alles Mögliche damit machen. Jetzt die Frage, auch noch ganz kurz nur auf der Wissensebene, wie verbreitet ist das? Ganz hübsch verbreitet. Wie viel von Ihnen messen mindestens einen Wert pro Woche? Blutdruck oder Puls oder Gewicht. Sie sind, das ist ungefähr nicht ganz die Hälfte hier, Sie sind Selbstvermesser. Das fällt einem nicht so richtig auf, dass das auch Selbstvermessung ist, aber es ist es. In den USA, das ist die einzige seriöse Zahl, die ich gefunden habe, für Deutschland gibt es keine, 65% aller Erwachsenen messen mindestens einmal pro Tag einen Wert. Und man denkt dann immer gleich schon an riesige Datenmengen. Muss es gar nicht sein. Auch das ist Selbstvermessung. Und Selbstvermessung ist so sehr stark in Verbindung gebracht worden mit hippen Typen mit Bärten und Brillen in Berlin-Mitte, die so solche Geräte von morgens bis abends haben, auf ihrer Apple Watch gerade ihren Puls messen und so weiter. Das ist sozusagen in einer gewissen Weise ein falsches Bild, was wir davon haben. Denn es sind vor allem, ganz einfach, Alte und Kranke, die Selbstvermesser sind, logischerweise. Aber sie tun es sozusagen nicht mit dem Bewusstsein, welche zu sein. Und das ist übrigens ein kleiner Nebenweg. Wir gucken, wenn wir über Digitalisierung sprechen, viel zu oft sozusagen auf San Francisco und die Hacker und so, all die coolen Leute da, und übersehen, dass das Haupteinfallstor für ganz viele digitale Technologien Alte, Kranke und Kinder sind, wie Felix. Weil denen können wir das nicht verwehren. Felix können wir die Technologie nicht verwehren, ohne zu sagen, leb schlechter.
Und was immer wir uns dann vorstellen, ob wir das stoppen könnten oder eingrenzen, an diesen Stellen werden diese Technologien massiv zum Einsatz kommen, auch in Krankenhäusern und auch in Altenheimen. Und das ist eine Realität des Digitalen und der Selbstvermessung, die wir, glaube ich, sehen müssen. Jetzt die Frage, was bedeutet das alles, diese ganzen Selbstvermessungen? Wenn man so auf die Debatte guckt, müsste man zum Ergebnis kommen, es bedeutet nichts Gutes. Denn es gibt meiner Wahrnehmung nach zwei Hauptdeutungen für diese Form von Selbstvermessung. Und die erste Deutung ist Selbstverkennung. Das ist eher so die konservative Deutung der Selbstvermessung. Und das bedeutet, diese Quantified Self-Leute, diese QSler, verkennen sich selbst. Sie machen sich selbst zum Objekt, sie versachlichen sich. Sie glauben, in den kalten Zahlen, in den kalten Daten etwas über ihr Leben zu erfassen, dabei ist das Leben anderswo. Julie C., bekannte Schriftstellerin zum Beispiel, hat geschrieben, Quantified Self verabschiedet sich von einer Vernunft, die zum Bestimmen des richtigen Lebens keinen Taschenrechner braucht. Das ist genau das. Und Selbstvermessung ist das Gegenteil von Selbstvertrauen. Oder die FAZ hat geschrieben, das Selbst, das man wirklich kennenlernen will, ist das, was nicht quantifiziert werden kann. Sozusagen, die Seele lässt sich nicht vermessen. Das ist der konservative Vorwurf an die. Das mag ja alles nett sein, aber Leute, ihr erkennt nicht das Wesentliche im Leben. Eure Datenströme lenken euch eher ab. Das ist die eine Deutung, die man immer wieder liest. Und die andere ist, eher sozusagen von kritischer linker Seite, wenn man so sagen will, obwohl die sich überlappen ist, Selbstvermesser sind im Grunde genommen die Speerspitze des Neoliberalismus. Sie sind neoliberale Selbstoptimierer. Und zugleich sind sie die Opfer des Neoliberalismus. Sie vermessen sich gewissermaßen, um noch ein bisschen mehr Leistung aus sich herauszuholen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Sie sind gewissermaßen Selbstoptimierer im globalen kognitiven Kapitalismus, wo es um Wissensströme geht, eher als um Materialströme. Sie sind sozusagen in einer gewissen Weise Vermessungsspekulanten, Datenprofiteure ihrer selbst. Sie spekulieren auf winzige Renditen, die sie aus diesen Daten rausholen, die sie aber zugleich auch zur kontinuierlichen Selbstüberwachung erziehen. Sie machen sich dadurch sozusagen gleich zum Sklaven eines Systems, das eine rund um die Uhr Beobachtung verlangt und auf die Disziplinierung der Subjekte setzt, um letztlich sie dann Verwertungszielen, Profitzielen, Steuerungszielen, Kontrollzielen zu unterwerfen. Das ist sozusagen die kritische, die linke Position, wenn man so will. Und ich halte beide Positionen nicht für abwegig. Man kann sich natürlich in den Daten komplett selbst verkennen. Man kann sie sehr vielen selbst verkennen, aber in den Daten garantiert auch. Und natürlich kann man das so nutzen. Man kann gewissermaßen zum McKenzianer seiner selbst werden. Das geht. Ich glaube trotzdem, dass da noch mehr drin ist. Und es überzeugt mich sozusagen nicht restlos. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, diese gesteigerte Selbstbeobachtung, diese gesteigerte Selbstoptimierung ist überhaupt nichts Kapitalistisches. Ist überhaupt nichts Neues. Ganz im Gegenteil. Kann man durch die Geschichte gehen. Von sozusagen der Selbstkontrolle der Lüste in der Antike, die damals vor allem für die männliche Elite galt, über die antike Diätetik, was esse ich, was lasse ich in meinen Körper rein, ganz, ganz wichtiges Thema, extreme Selbstbeobachtung dahinter. Diese extreme Selbstüberwachung zum Beispiel frühchristlicher Mönche, ganz andere Ziele natürlich als heutzutage, aber auch eine enorme Selbstbeobachtung, bis ins 19. Jahrhundert bürgerlicher Hygienediskurs. Oder dann, manche werden es kennen aus der Literatur und aus der Historie, die wahnsinnige Anti-Onanie-Debatte, die zum Beispiel im 19. Jahrhundert tobte und sich vor allem auf Jungen bezog, die zu einer geradezu hysterischen Selbstüberwachung gezwungen wurden. Das sind alles, Sloterdijk sagt dazu, Anthropotechniken, Techniken des Menschen, um sich selbst zu steigern. Also insofern, das nur sozusagen auf den Neoliberalismus zu beziehen, scheint mir ein bisschen voreilig zu sein. Der zweite Grund, warum ich nicht ganz überzeugt bin, ist, ich habe mit ziemlich vielen Selbstvermessern gesprochen. Ich bin selber keiner, aber war auch auf dem ersten Selbstvermessung QS-Kongress in Europa. Und die Leute, die mir da begegnet sind,
waren nicht so diese Hypereffektiven, sondern das waren eher Spieler, Neugierige, auch teilweise sehr kritisch, was diese Daten angeht. Eher so Bastler, Herausfinder, auch eher so ein bisschen am Rande der Gesellschaft als so mittendrin. Da konnte ich das nicht so richtig entdecken. Und ich glaube, wenn man das nur so deutet, verfehlt man sozusagen das Wesentliche, in meiner Wahrnehmung das Wesentliche von Quantified Self. Und darüber will ich jetzt noch ein bisschen sprechen, was sozusagen meine Deutung davon ist. Ich glaube, was sich da abspielt bei dem Selbstvermessen ist, da wird gewissermaßen, das Selbstvermessen ist der Vorbote eines neuen Wissens über uns Menschen. Das sich von dem bisherigen Wissen über uns selbst deutlich unterscheidet. Und worin? Das Wissen vereinzelt uns, und Herr Knoll hat es schon erwähnt, was da produziert wird, vereinzelt uns radikal. Wir sind alle Individuen und das ist so das Credo der Moderne, alle einzigartig, aber ganz viel davon ist doch eher eine Art gefühltes Wissen, so normativ eher. Wir haben auch einzigartig zu sein, aber wir haben oft gar nicht so richtig die Belege außer unseren Gefühlen. Und mit diesen neuartigen Vermessungen wird die Einzigartigkeit gleichsam greifbar, messbar, dingfest gemacht. Mein Schlafrhythmus ist belegbar anders als der von jemand anders, wenn das Gerät denn funktioniert ordentlich. Mein Herzschlag beim Laufen sozusagen aktenkundig anders als das von jemand anders. Oder Felix. Man stelle sich vor, Felix, es gibt nicht nur einen Felix in Berkeley, sondern einen in Berlin, der mit denselben Geräten erfasst wird wie Felix Berkeley, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass da ein komplett anderes Krankheitsprofil rauskommt, das heißt, zu einer ganz anderen Zeit unter überzuckert, aus ganz anderen Gründen, ist extrem hoch. Wenn man die beiden Kurven nebeneinander legt, kommt man vielleicht auf die Idee zu sagen, ist das überhaupt noch Diabetes oder sind das nicht zwei verschiedene Krankheiten? Und genau das sagen Ärzte inzwischen, ihnen brechen die Kategorien weg, weil es wird so genau gemessen, dass es nicht mehr ganz klar ist, worüber wir hier reden. Und das heißt, was passiert ist, was bei diesen Selbstvermessungen passiert, sie erzeugen radikale Differenzen zwischen den Menschen. Und ich glaube, das ist genau das Wesen der Digitalisierung. Digitalisierung ermöglicht genauere Messungen denn je zuvor. Und das ist sozusagen das Grundgesetz des Digitalen. Je genauer wir messen, umso stärker treten die Unterschiede hervor. Die Unterschiede zwischen Menschen, zwischen Krankheiten, zwischen Phänomenen aller Art. Und was dabei passiert, wir werden sozusagen zu singulären Subjekten. Nicht nur Individuen, sondern nochmal in der Einzigartigkeit radikalisiert. Was das auch bedeutet, ist, unsere Gesellschaft wird mit Unterschieden überschwemmt. Wir werden gerade von Unterschiedlichkeiten zwischen uns, den Phänomenen, überschwemmt. Und das hat gravierende Auswirkungen, darauf komme ich noch zurück. Und Selbstvermesser sind gewissermaßen die, die diese Unterschiede erzeugen, richtig bewusst und gezielt. Sie singularisieren sich. Das ist der erste Punkt, dessen, was passiert. Das zweite ist, und dass in diesen Messungen steckt meiner Meinung nach etwas Subversives. Denn erklärtes Ziel, das ist auffällig bei diesen Selbstvermessern, zumindest bei denen, die darüber richtig nachdenken und das artikulieren können, ist, dass sie das allgemeine Wissen, was wir so haben, über den Menschen zurückweisen. Was für den Menschen gilt, sagen sie, muss überhaupt nicht für mich, für den Einzelnen gelten. Einer der Gründer dieser QS-Szene, Gary Wolf aus Kalifornien, der hat gesagt, wir fordern, Zitat, die Diktatur der Allgemeinheiten heraus. Selbstvermesser wollen gewissermaßen herausfinden, ob das, was vermeintlich für alle zutrifft, auch für sie zutrifft. Sie wehren sich gewissermaßen gegen so ein totalitäres Wissen über uns, über das vermeintlich andere dann verfügen, Wissenschaftler, Forscher etc. Und ich glaube, das ist, um den Titel der Veranstaltung aufzunehmen, das ist die konkrete Utopie der Selbstvermesser, der Wunsch, der Traum. Nicht unbedingt Optimierung, sondern Zurückweisen dessen, der Zumutungen des Wissens über sie. Sie sagen, ich bin anders und ich kann es belegen. Und da gibt es immer wieder deutliche Beispiele für. Und ich glaube, das ist das, was passiert. Und das heißt auch,
wenn man jetzt sozusagen philosophisch mit Foucault und anderen sagen würde, so die Wissensordnung, die wir hatten bisher in der Moderne, wo wir relativ viele, wenige Daten hatten, die wird hier herausgefordert. Da entsteht ein neues Wissen und dahinter steckt sozusagen das Credo, der Durchschnitt ist am Ende. Ihr habt uns immer nur als Durchschnitt gesehen. Jede Diabetes ist ähnlich. Nein, das stimmt nicht. Der Durchschnitt ist am Ende. Wir wehren uns gegen den Durchschnitt. Das ist die Subversion da drin und die Utopie. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der meist auch übersehen wird, der aber auch, wie ich finde, ganz wichtig ist. Und zwar, das Wissen, was da erzeugt wird, ist nur erzeugbar mit den fortgeschrittenen Technologien. Also klar, mein Armband hat versagt, aber dahinter steckt schon eine ziemlich, also fortschrittliche neue Technologie. Und ich glaube, da steckt was drin, was uns alle betrifft. Wir können uns zukünftig, sozusagen, wir kommen da gerade hin, dass wir uns nur noch mit Hilfe solcher Technologien selbst verstehen können. Wir können uns, nur noch ist nicht, ist falsch, schön, nehme ich zurück, nur noch ist falsch, aber dass wir uns zunehmend unter Zuhilfenahmen von solchen Technologien verstehen. Wer das einmal richtig exerziert hat mit diesen ganzen Selbstvermessungen, braucht das, um sozusagen das, was er von sich selbst verstehen will, überhaupt zu erzeugen. Und wir wachsen sozusagen zusammen. Intelligente Maschinen und intelligente Menschen, hoffentlich intelligente Maschinen, hoffentlich intelligente Maschinen. Und ich nenne das die Menschinenintelligenz, die dort entsteht. Ich weiß nicht, ob das der schönste Begriff ist, aber er ist mir, als ich das geschrieben habe, eingefallen und eigentlich mag ich ihn ganz gerne. Selbstvermessung, wie ich es wahrnehme, heißt also, wir bekommen es mit uns selbst als singulären, subversiven Wesen zu tun, deren Selbstbild ganz buchstäblich von der Beobachtung durch intelligente Maschinen abhängt. Nicht nur Neoliberalismus, sondern eher das. Und ist das jetzt nur auf Selbstvermessung beschränkt, könnte man ja sagen, ja, der redet da vorne und oh, klingt ja vielleicht interessant oder auch nicht. Aber ist das sozusagen ein einzelnes Phänomen? Und ich würde Ihnen gerne, jetzt würde Sie auf ein komplettes Nebengleis führen, wo ich glaube, dass was ganz Ähnliches passiert. Dahin nämlich. Kennen Sie die? CSI New York? Einige gucken das vielleicht, das ist ja eine sehr populäre Fernsehsendung, die seit Jahren läuft und wahnsinnige Einschaltquoten hat in Amerika, in Deutschland, in anderen entwickelten Ländern. Oder die hier, Bones, Knochenjägerin, manche von Ihnen haben es vielleicht gesehen. Was hat das jetzt damit zu tun? Mit dem, worüber ich rede. Das Verrückte ist, diese Serien sind wahnsinnig erfolgreich. Und was sieht man? Fürchterlich zugerichtete Leichen, Großaufnahmen, schockierende Verbrechen, teilweise detailliert gezeigte, eklige Untersuchungen. Warum gucken wir uns das millionenfach an? Ich habe diese ekligen Szenen jetzt hier nicht gezeigt. Das wollte ich Ihnen nicht zumuten. Und ich glaube, wir gucken uns die an, weil genau dasselbe Menschenbild hier produziert wird wie durch Selbstvermessungen. Die Kunst der Ermittler besteht nämlich darin, aus winzigsten forensischen Spuren das Leben der Opfer zu rekonstruieren. Sie haben es mit Leichen zu tun in dem Fall, die auch über den Tod hinaus von singulären Leben des Getöteten erzählen. Eine kaum erkennbare Abnutzung eines Arms deutet auf eine Tennisspielerin hin oder die Einlagerung seltener Mineralien auf eine ganz exotische Herkunft aus einem ganz bestimmten Gebiet irgendwo im fernsten Afrika oder der bizarre Abdruck eines Mordwerkzeuges deutet auf einen extrem seltenen Beruf hin. Da werden Körper sozusagen als Tagebücher genommen. Und die Menschen haben, die hier auf den Seziertischen liegen, die haben keine kollektive Geschichte mehr der Arbeiter oder der Beamte oder sowas, sondern sind Wesen, deren Geschichte absolut einmalig ist. Und ich glaube, in diesen Toten sehen wir tatsächlich unsere eigenen singuläre Besonderheit. Und dass die Leichen meistens übel zugerichtet wurden und wirklich, also wer es kennt, weiß das. Echt eklig teilweise, kommen dann auch Würmer raus und so. Dass diese Leichen so übel zugerichtet sind, und bis zur Unkenntlichkeit, das ist ja ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, entstellt sind, unterstreicht bloß, wie unzerstörbar diese Spuren des Singulären sind. Und nur mit allerneuester Technologie lassen sich diese Spuren rekonstruieren. Und das ist dasselbe Prinzip dahinter. Wir sind singulär, wir können uns nur mit solchen Technologien verstehen und wir werden sozusagen nochmal hyperindividualisiert. Das, glaube ich, tritt hier zutage. Hier tritt in der Tat, und das passt auch noch zu dem Bild, so eine Art neuer Mensch zutage.
Stecken da drin Chancen? Haufenweise, haben wir gesehen, bei Felix und auch auf vielen anderen Gebieten. Werden da Probleme aufgeworfen? Wir kommen gleich drauf. Auch, ja, haufenweise, ganz viele. Ich glaube, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, durch solche und andere Techniken, auch der Selbstvermessung, aber auch andere Sachen, werden wir von Unterschieden überschwemmt. Wir müssen plötzlich viel mehr Unterschiede in der Gesellschaft verarbeiten. Und ich glaube, was daraus entsteht, ist eine Krise der Gleichheit. Wir haben es mit einer Krise der Gleichheit zu tun. Und das auf vielen verschiedenen Wegen. Wie gleich sind wir noch, wenn wir so unterschiedlich sind? Wer sind wir dann noch? Oder was passiert, wenn die Selbstvermessung obligatorisch wird? Wenn wir uns also selbst vermessen müssen und dann die Daten möglicherweise auch anderen geben müssen, wo Selbst- und Fremdvermessung, bei Felix klingt das sozusagen noch unproblematisch, auf anderen Gebieten wird es dann richtig problematisch. Bei Versicherungen zum Beispiel, wir sind Versicherungsgesellschaften, das ist ganz zentral. Sozusagen die Errungenschaft der Moderne ist natürlich auch Sozialversicherung, Wohlfahrtsstaat etc. Bei privaten, also zum Beispiel Versicherungen fangen jetzt an, ihre Prämien und ihre Leistungen mehr und mehr auf solche individualisierten Messungen zu stützen. Im nächsten Jahr wird es in Deutschland, Generali fängt damit an, das ist jetzt keine Werbung für die, sondern die sind die Ersten, die es im großen Stil machen wollen. Autoversicherung. Der es will, kriegt so einen kleinen Telematikkasten ins Auto gesetzt, dann wird das Autofahren genau erfasst und darauf werden dann die Versicherungen, Leistungen und Zahlungen, Prämien basiert. Selber ähnliches bei Krankenkassen, die jetzt anfangen, Fitnessbesuche etc., die man aber nachweisen muss, zur Grundlage zu nehmen. Und damit wird die bisherige Versicherungsstatistik, die eben auf Durchschnitten beruht, ausgehebelt. Was passiert da? Man kann das aber erweitern. Was passiert, was bedeutet das für staatliche Sozialleistungen, Sozialversicherung, staatliche Art? Wenn auch sie zum Beispiel aufhand von messbaren Verhaltensunterschieden gegründet werden, kriegen Studenten, die ein entsprechendes Verhaltensprofil haben, das auf schnellere Zurückzahlung von BAföG hindeutet, dann mehr Geld oder weniger? Weiß man nicht. Oder wer ein Verhaltensprofil hat, das auf schnellere Aufnahme von Arbeit nach Arbeitslosigkeit hindeutet, bekommt der dann mehr Geld oder weniger? Weiß man gar nicht so genau. Aber mit solchen Fragen werden wir uns beschäftigen müssen und die hebeln die sozusagen unseren bisherigen Gleichheitsbegriff auf. Oder hyperindividualisierte Steuern, Kaloriensteuern, direkt an der Kasse abgebucht, kann man machen. Das klingt absurd, ist aber technisch überhaupt kein grundsätzliches Problem mehr. Also dieser neue Mensch, der da entsteht, der neue vermessene Mensch, wirft enorm viel Fragen auf. Ich werde jetzt gar nicht alle eingehen, weil das ist sicherlich auch eine Sache für die Diskussion. Und ich glaube, das wird unsere Gesellschaft tatsächlich tiefgreifend verändern. Und ich habe ja anfangs schon gesagt, als Einfallstor sind oft diejenigen, denen wir das nicht verwehren können, alte, kranke, Kinder, andere. Und ich glaube, selbst wenn wir es wollten, ich weiß nicht, ob wir es sollen wollten, aber selbst wenn wir es aufhalten wollten, das wird überhaupt nicht leicht. Und das hängt mit Grundgesetz Nummer 2 und Nummer 3 des Digitalen zusammen. Was gemessen werden kann, wird gemessen. Und was gemessen wird, das ist das Dritte, wird gemanagt. Sprich, daran knüpfen sich dann wirtschaftliche, politische Interessen und vor allem auch wirtschaftliche und politische Entscheidungen. Und ich glaube, die müssen und sollten und werden wir hoffentlich klug fällen. Herzlichen Dank. So, kurz Zeit zum Durchatmen. Das war jetzt wirklich auch nochmal so ein Parfumsritt durch Ihre Thesen. Und jetzt da anzuknüpfen, das fällt mir jetzt gerade nicht wahnsinnig leicht. Ich möchte eins aufgreifen, was jetzt am Schluss. Das weiß ich noch nicht. jedenfalls habe ich jetzt keine vorformulierte Frage an Sie, sondern versuche die jetzt dann zu formulieren. Ich würde eins nochmal aufgreifen, was Sie am Schluss gesagt haben, diese Digitalisierung verändert Gesellschaft tiefgreifend. Ja. Und ich finde, heute ist der 6. Oktober, der 3. Oktober liegt nicht lange zurück. Und wenn wir uns dann nochmal zurückschauen, was vor 25 Jahren war, das hat auch eine Dimension mit dem Digitalen. Also kompliziert ausgedrückt, vor 25 Jahren haben wir einen Kollaps eines politischen Systems erlebt. Wir haben eine deutsche Einheit erlebt, auch eine europäische Einheit.
Und uns, ich glaube, allen Akteuren, auch nur Beobachtern war klar, da kommt ein riesen Ding auf uns zu und es wird alles verändern. Wie es verändern wird, wussten wir damals noch nicht, aber es war klar vor 25 Jahren, es wird Enormes verändern. Jetzt ist das Internet im Sommer 91 an den Start gegangen. Ja? Mhm. Also eigentlich nur ein Dreivierteljahr nach diesem historischen Umbruch. Ja? Und alles, was Sie jetzt geschildert haben, das läuft also subkutan. Ja? Also jede Entwicklung baut auf der nächsten auf, alles ist unglaublich schnell. Ich kann mich noch an diese Werbung mit Boris Becker erinnern, ja, um so ein Modem und dann gab es irgendwie LAN, Wireless. Also, und alles war nach kürzester Zeit selbstverständlich und das nächste, ja. Und ich glaube, auf so einer politischen Ebene sind Gedenktage ja wahnsinnig kluge Einrichtungen, weil sie einen zwingen, mal zurückzuschauen, also einen Schritt zurückzutreten, zu schauen, was denn da passiert in den letzten 5 Jahren, was denn passiert in den letzten 10 oder jetzt auch in den letzten 25 Jahren. Ja? Und ich habe das Gefühl, bei der Digitalisierung machen wir diesen Rückschau nie, ja? Sondern wir sind weiter Getriebene. Wir ahnen, es verändert wahnsinnig viel und auf einen Aspekt möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber sich zurückzunehmen, rauszunehmen, zu schauen, wie was passiert da und wo steht man als Singularium eigentlich in diesem Prozess von Veränderung, das wird nicht getan. Dem stimme ich völlig zu. Sozusagen so, das ist natürlich auch ein bisschen das Wesen von einem technologischen Wandel. Der hat nie so ein Startdatum. Das ist selten klar zu greifen. Und selbst wenn man sagen würde, der erste PC, selbst wenn man da ein Anfangsdatum hat, bis der sozusagen angekommen ist, ist natürlich das Anfangsdatum schon wieder ganz irrelevant. Dem stimme ich völlig zu. Deswegen fällt es so schwer, sozusagen es gibt keine Zäsuren. Das ist richtig. Ich glaube aber, dass das, was da vor 25 Jahren passiert ist, auch noch auf eine andere Weise, die wir, glaube ich, oft übersehen, mit der Digitalisierung zusammenhängt. Sie haben jetzt gesagt, 91 hat das WWW, sozusagen World Wide Web, begonnen. Nur hat natürlich Digitalisierung schon früher begonnen. Die großen Großrechner, die dann in den 70er Jahren kamen, in den 80er Jahren, späten 80er hat das, oder Mitte der 80er hat das dann mit PCs richtig im großen Stil angefangen. Und ich glaube, das hat mit den Weltereignissen damit zu tun, dass ich davon ausgehe, dass tatsächlich der Sozialismus, so wie er damals in seiner Vielfalt natürlich gebaut war, dass der mit der Digitalisierung nicht klargekommen ist. Also die Überschwemmung mit komplexen Informationen, die ja in unserer Gesellschaft stattgefunden hat, mit einer neuen Geschwindigkeit, mit einer neuen Auflösung von Phänomenen, das war in dem wirtschaftlichen und politischen System des Sozialismus nicht abbildbar. Und ich glaube tatsächlich, dass die Digitalisierung in einem hohen Maße dazu beigetragen hat, dass der Sozialismus nicht mehr konkurrenzfähig war. Das kann man an vielerlei Hinsicht, kann man wirklich, ich habe das nie genau untersucht, also es hat was Spekulatives, aber wenn man sich zum Beispiel gewisse Länder anguckt, sogar noch solche Länder wie Korea. Nordkorea war Ende der 60er, Anfang der 70er wirtschaftlich dem Süden noch überlegen und haben dann massivstens abgebaut. Also im Grunde genommen zeitgleich mit der Ankunft von massenhafter Digitalisierung. Man sieht es auch, dass von den vielen Industrien, die im Sozialismus nicht aufgebaut wurden, war die digitale, Robotron oder so, immer am schwächsten. Und ich glaube, da gibt es Verbindungen, die sozusagen dazu geführt haben, dass dieser Tag, 3. Oktober oder wie auch immer Zusammenbruch oder Fall der Mauer, wo immer man das dann genau sagen, verorten will, das ist auch ein digitaler Event gewesen. Sie haben vorhin erwähnt, irgendwie also eine konservative Annäherung auch an diese Quantified Self, ja, die Selbstverkennung, auch das fehlende Selbstvertrauen in das, was eigentlich Mensch ausmacht, es sind nicht die Zahlen. Ist das jetzt auch typisch Westeuropa, so eine Annäherung? Oder ist das so ein, also weil es gibt einen schönen Artikel, der jetzt in der Zeit erschienen ist, Laptopia hieß der. Und da geht es über Estland, ein Land, das mit allem
Aufbruchsstimmungen von Digitalisierung lebt, unglaublich weit vorne ist. Und einer dieser Interviewten sagt dann, glücklicherweise fiel unsere Unabhängigkeit mit der Geburt des Internets zusammen. Ja, und diese ganze Geschichte des Landes seit 91 wird parallel zur Digitalisierung erzählt. Also dieser Überschwung an was Sie da auch gesagt haben, an Glauben und an Technologie, Freundlichkeit, geht das uns hier so ab oder warum gibt es diese konservativen? Na, ich würde sagen, die Konservativen gibt es tatsächlich überall, die gibt es auch in den USA, das ist ja immer unser Bezugspunkt und in dem Fall bei der Digitalisierung wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Da gibt es ja auch solche Stimmen, die genau das sagen. Die werden vielleicht noch anders, man könnte sagen, ausbalanciert oder es gibt noch was anderes. Es gibt da ja auch ein teilweise wirklich ans Peinliche grenzende, sozusagen nicht nur konkrete Utopie, sondern Großutopie. Und unter einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, war, dass ich mich auch wahnsinnig geärgert habe darüber, dass man nur vor die Wahl gestellt war, entweder das ganz toll zu finden und zu glauben, sozusagen Silicon Valley wird jetzt eine neue goldene Zeitalter hervorrufen, wo wir keine Probleme mehr haben, was ich für einen kompletten Blödsinn halte. Oder gezwungen ist, sozusagen in eine dann doch teilweise europäische Schwermut zu verfallen, nach dem Motto, das kann nur schlecht werden. Ich finde beides falsch. Ich gehe davon aus, es wird gut und es gibt dramatische Probleme, die auch ganz interessant sein können. Also von daher, ja, ich glaube, dass diese Technologien und auch das hier steckt, ich finde hier übrigens das Plakat ganz toll, ich weiß nicht, ist Ihnen das aufgefallen, ich finde das ganz großartig. Ich finde, hier steckt das Utopische und das Dystopische, das ist so eng miteinander verzahnt, ich könnte das gar nicht sauber voneinander trennen. Ich glaube aber, dass in diesen Technologien, also wenn man das für sozusagen progressive Sachen einsetzt, dann kann das fantastische Technologien sein. Und wir sehen es ja an vielen Stellen, wie Bürgerrechtsbewegungen dadurch gestärkt werden, wie Länder, die abgeschlossen sind, dadurch dann doch mehr oder weniger mit Informationen versorgt werden. Das ist, das in jedem Bit and Byte steckt auch eine Utopie, die auch nutzbar ist. Ich bin deshalb nochmal auf diese konservativen Diskurse zurückgekommen, weil Ihre Ausführungen mich jetzt sehr erinnert haben an das Buch von Armin Assehi, Warum rechts und links, also Letzte Stunde der Wahrheit, wo er ja so einen intellektuellen Schlagabtausch zwischen Brandt und Miegel nachbildet. Ja, also der eine, der Linke, der endlich von der neuen Planbarkeit des Kapitalismus ausgeht und Miegel, und die eben sein Bedauern äußert, dass eben die Menschlichkeit in diesem ganzen neuen Kapitalismus, wie er sich gerade äußert, auch verloren geht. Das sind ja parallele Strukturen, wie Kapitalismus und Digitalisierung behandelt werden. Ich finde es ja eh spannend, dass es wirklich, also mit Aufkommen des Digitalen, dieser Diskurs über den Kapitalismus wieder aufgekommen ist. Als ich angefangen habe, 91 zu studieren, auch in dem Überschwang endlich den Kommunismus besiegt zu haben, konnte man über alles diskutieren, aber die Kategorie Kapitalismus war keine zu diskutierende. Ja? Und jedenfalls jetzt schwemmt dieses ganze Unbehagen auch an so einer postmoderne und digitalen Moderne auf einmal hoch und man arbeitet sich wieder ganz neu ab an dem Digitalen und an dem digitalen Kapitalismus. Und ich glaube auch mit gutem Grund, weil das, was ich sehe, ist eben diese Krise der Gleichheit. Ich glaube, das ist schon massiv. Man kann auch, ich glaube, das ist keine exakte Wissenschaft, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass die Digitalisierung tatsächlich zu auch sozioökonomischen, wirtschaftlichen Ungleichheiten führt in Gesellschaften, vor allem in entwickelten Gesellschaften. Also das, was wir sehen, dass mal stärker, mal gar nicht so stark auseinanderdriften, wie wir es nennen, von unten und oben, dass das durchaus Gründe hat, die im Digitalen liegen. Das hängt damit zusammen, dass diejenigen, die mit digitaler Technologie gut umgehen können, enorme Überrenditen erzielen können. Also der Produktivitätssprung, den man machen kann, wenn man damit umzugehen versteht, ist enorm. Man sieht es immer sozusagen beispielhaft an Firmen wie Google oder Facebook, mit wie wenig Manpower auch und mit welchen sie machen, was sie machen, weil sie halt eben so einen hohen Einsatz von intelligenten Maschinen haben. Das ist schon enorm und das führt tatsächlich zu einer größeren Ungleichheit.
möglicherweise noch, das weiß man nicht. Solche technologischen Schübe führen fast immer erstmal zu größeren Ungleichheiten. Industrielle Revolution ist das beste Beispiel dafür, dass natürlich erstmal eine fürchterliche Ungleichheit stattgefunden hat. Also die sozusagen die durchgängige Verelendung der feudalen Gesellschaft wurde aufgebrochen und ein Teil war vielleicht noch stärker verelendet als vorher, aber andere sind dann sozusagen in eine andere Sphäre geraten, wo wir heute alle sind, überwiegend fast alle. Das könnte jetzt sich hier auch wieder abspielen und wird dann vielleicht auch irgendwann wieder aufgeholt. Also insofern ist es, finde ich, völlig nachvollziehbar, dass im Zusammenhang mit dem Digitalen auch über den Kapitalismus, über unsere Wirtschaftsform gesprochen wird. Erfüllt es noch die Wünsche, die Ansprüche, die wir haben? Ich glaube auch, und das ist das, was ich sage, wenn ich davon spreche, unsere Institutionen beginnen sich aufzulösen. Also ich glaube, das, was ich nur ganz kurz angedeutet habe, Versicherungen, Sozialversicherungen auch, die lösen sich unter dem Druck gewissermaßen der digitalen Auflösung, werden auch die sich verändern zumindest, vielleicht sogar auflösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Kapitalismus, der vor 25 Jahren gesiegt hat, im Zuge der Digitalisierung am Ende, dass der sozusagen dann am Ende der Sozialismus der Digitalisierung ist, dass wir zu was anderem kommen werden. Ich habe nur keine Ahnung, was das ist. Ich wünschte, ich hätte es, dann wäre ich, glaube ich, dann würde ich entsprechend investieren. Nein, also ich glaube, das wissen wir nicht, was da kommt, aber es könnte dazu führen, dass wir tatsächlich, und ehrlich gesagt, ich gehe sogar davon aus, dass wir, was weiß ich, die meisten von uns werden es wahrscheinlich erleben, 50, 60 Jahren, 70, in einer wirklich grundlegend anderen Welt leben werden. Gesellschaftsform. Vielleicht nicht mehr kapitalistisch. Das ist jetzt eine. Was? Da bin ich mir nicht so sicher. Na klar, dass Machtfragen immer eine Rolle spielen, schon. Aber wer hätte gedacht, dass die industrielle Revolution schließlich dazu geführt hat, dass die Gesellschaftsform, die es davor gegeben hat, stark hierarchisch, stark stratifiziert, ganz wenig soziale Mobilität, wer einmal unten ist, kommt nie nach oben, mit ganz wenigen Ausnahmen und so weiter, die hat sich als absolut nicht haltbar erwiesen. Die ist sozusagen unter der Dynamik der industriellen Revolution schlicht zusammengebrochen. Und vielleicht bricht das, was wir haben, also bricht, muss nicht gleich katastrophisch sein, unter der Dynamik des Digitalen zusammen. Und wir haben dann was anderes. Und dann ist die Verfügungsmacht, wie Sie es nennen, vielleicht ganz woanders. Ich kann es nicht genauer beschreiben, weil wir wissen es schlicht noch nicht. Ja. Das habe ich ja gerade gesagt, ja. Ja. Aber ich bin Wir haben ja die neuesten Skandale eigentlich schon so von amerikanischer Seite erlebt, wo eine massive Überwachung eigentlich der gesamten Bevölkerung stattfindet. Und ich denke mal, dass das eigentlich die nächste Stufe dazu sein könnte. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich wird das auch in Ihrem Buch behandelt. In dem Vortrag habe ich da leider dazu bisher noch fast gar nichts gehört. Ja, ich rede nicht über die Staatsüberwachung hier. Ja, aber ich denke halt, wenn man das weiterdenkt, also es ist jetzt nicht nur, dass man den Blutdruck misst zum Beispiel oder sonst seinen Sport, seinen Fortschritt misst, sondern wenn man zum Beispiel Sachen wie Google Glasses guckt, wo man wirklich eine Kamera mit sich rumträgt und dann auch wirklich Werbung eingeblendet kriegen kann, ist es ja nicht nur eine Sammelwut, wirklich auf ganz neuer Ebene, sondern auch wirklich, wenn man das noch weiter denkt, wirklich auch ein Steuerungsinstrument. Also ich sehe da schon sehr große Gefahren drin, wenn natürlich auch da große Möglichkeiten drin sind, wie Sie das von dem Kind am Anfang gezeigt haben. Und ich denke, man sollte das ein bisschen kritischer sehen, besonders als unabhängiger Journalist. Das ist nett, dass Sie mir unterstellen, ich würde es nicht kritisch sehen. Ich glaube nur, dass uns sozusagen zu sagen, dass da große Gefahren drin sind, ich hoffe, ich habe es angedeutet, sehe ich ganz genauso. Aber ich glaube auch nicht, dass man dabei stehen bleiben kann. Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage von Chancen oder Gefahren, sondern deswegen habe ich das gezeigt, was ich glaube, was da sozusagen mit uns Menschen noch passiert. Ich habe noch eine Frage gesehen. Wir kommen dann gleich noch
Okay. Jörg Welke, Rudolf Späth. Ich spüre bei Ihnen beiden eine große Verunsicherung, die ich auch spüre, nachdem oder gespürt habe, nachdem ich Mark Ellsbergs Zero gelesen habe. Da geht es ja auch darum, und man kann sich gar nicht festlegen am Ende, ist es jetzt schrecklich oder ist es irgendwie eine Chance? Und ich gebe Ihnen recht, es wird wahrscheinlich irgendwie disruptiv sein. Was ich mich nur frage, ist, glauben Sie tatsächlich, dass Sie persönlich davonkommen mit diesem in die Ecke schmeißen Ihres Self-Tracking-Geräts? Oder mit anderen Worten, das spüre ich jetzt gerade so ein bisschen für meine eigene Zukunft, bin ich mit meinen 46 Jahren nicht jetzt schon abgehängt, was diese Entwicklung angeht und wo lande ich persönlich da? Also dass es gesellschaftlich natürlich auch weitergeht und auch möglicherweise hoffnungsvoll ist und sich in positive Gegenden bewegt, okay, ja, kann ich auch mitgehen, aber also gerade so, die jetzt dann eben auf der Strecke bleiben, und das müssen nicht irgendwelche Randgruppen sein, sondern also wirklich breite Bevölkerungsschichten. Haben Sie denn das Gefühl, Sie bleiben auf der Strecke? Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll mit diesem, mache ich mit oder bleibe ich da irgendwo stehen? Das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Gefühl, was mein Vater hatte, als er das Wählscheibentelefon dann behalten wollte und wir auf die. Na, ich bin ja in einer Branche, die gerade massiv davon erfasst wird, von der Digitalisierung. Das verändert sich natürlich alles. Und genau diese Fragen stelle ich mir auch. Was ich glaube, und das ist ja so ein bisschen, klang das ja auch an, nach dem Motto, sei doch mal kritischer. Ich glaube, das war ja einer der Gründe. Ich habe das Gefühl, dass man bei dieser Debatte ganz schnell ist nach dem Motto, oh, das ist gefährlich, das sollten wir, und also dass der Hinweis darauf, dass es gefährlich ist, schon ein Verständnis beinhaltet dessen, was passiert. Ja, das ist gefährlich, keine Frage. Und zwar schlicht und einfach deswegen, zum Beispiel, Sie haben die Staaten angesprochen, aber wir wissen natürlich in ganz vielerlei Hinsicht überhaupt nicht, was mit unseren Daten passiert. Die werden auf eine für uns undurchschaubare Weise werden die verarbeitet. Von Privatfirmen, von Staaten etc. Da brauchen wir dringend Institutionen, Sie hatten das vorhin angesprochen, die es ermöglichen, dass wir zum Beispiel, also dass wir die Öffentlichkeit in irgendeiner Form erfährt, oder ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich mit den Daten passiert. Das haben wir zurzeit nicht. Das ist eine weitere Ungleichheit, die wir gerade haben. Eine extreme, und das wäre das Kontrollrevolution, eine extreme Ungleichheit der Zugriffsmöglichkeiten und der Macht. Die einen rechnen uns aus und wir können nicht zurückrechnen auf die, die uns ausrechnen. Wir wissen einfach nicht, was da passiert. Da muss dringend was geschehen. Und ich fände es ganz toll, Sie sprachen von den Amerikanern, die Deutschen sind nicht viel besser, wenn Regierungen, Staaten, auch vor allem demokratische Staaten, die maßgeblich dafür zuständig sein müssten, dass diese Transparenz hergestellt wird, wenn die nicht dafür sorgen würden, dass diese Transparenz gerade nicht hergestellt wird, weil sie Bürgerrechte brechen wollen, weil sie an der Totalüberwachung interessiert sind, etc. Die ehrlichen Makler, die demokratische Regierungen sein sollten, sind es gerade nicht. Und da muss man nicht nach Amerika gucken. Unsere eigene Regierung ist es nicht. In Bad Aibling wird abgezweigt. Am Knotenpunkt in Frankfurt zweigt der NSA ab, aber der BND hängt da genau dran und noch viele andere. Genau diese Sachen, die da passieren. Das sehe ich sehr wohl. Komplett kritisch. Aber ich glaube, dass bei QS dann doch noch mal was anderes passiert, was darüber hinausgeht. Werden wir abgehängt? Das ist, glaube ich, irgendwann wird man wahrscheinlich abgehängt, aber andererseits, wenn ich zum Beispiel, ich hoffe, ich darf das sagen, an meinen Schwiegervater denke, der mit jetzt etwas über 75, der wird gerade durch solche Technologien massiv wieder angehängt, weil er plötzlich Möglichkeiten hat zu einer Kommunikation, die ihm vorher verborgen waren. Also das ist jetzt sehr anekdotisch, sehr persönlich. Ich glaube nur, was da passiert ist, und das ist das, wogegen ich mich auch wehre, ist, es ist eine extrem ungleiche Entwicklung. Es ist nicht, die kann man nicht, ich kann die nicht verrechnen auf Gefahr oder nur Vorteil, sondern da steigern sich Probleme und steigern sich Lösungen gleichzeitig. Und deswegen fällt es mir immer schwer, je nachdem, wo man mich drauf anspricht, bin ich sehr begeistert oder sehr, sehr skeptisch. Vielleicht habe ich da sozusagen ein Problem. Und ja, wenn Sie das wahrnehmen als Unsicherheit, ja, die habe ich auch. Und ich finde nur, wir sollten uns vielleicht mehr dazu bekennen, zu dieser Unsicherheit. Wir sind von diesen Technologien überfordert.
institutionell, persönlich, gesellschaftlich. Und wir kommen aus dieser Überforderung bis auf Weiteres nicht raus. Wir treten ein in das, was ich manchmal als Zeitalter des Maschinenstresses bezeichnen. Diese intelligenten Maschinen setzen uns unter einen enormen Stress. Wir müssen aussortieren, was wollen wir davon, was finden wir davon richtig, was finden wir gut, was finden wir nicht gut. Das ist eine Sortierarbeit, die man nicht mit Utopie oder Dystopie in den Griff bekommt. Und das ist irre anstrengend und wir werden ganz viele neue Institutionen brauchen, um das hinzukriegen. Rudolf Späth. Ja, vielen Dank für den Vortrag, den ich sehr interessant finde. Ich würde aber vorschlagen, dass Sie noch ein Stück weiter denken, weil, ich will es mal deutlich machen, Sie haben den Begriff von Kollektivität nur sozusagen mal am Rande erwähnt, weil im Grunde genommen haben Sie die Basis gelegt, wo Sie sagen, das ist ein Aufstand gegen den Durchschnitt. Und wir brauchen neue Institutionen. Nur, da wir hier in einer politischen Stiftung sind oder in einer parteinahen Stiftung, wissen wir, seit es Politik gibt, und es sind 3.000, 4.000 Jahre, dass Politik immer kollektiv gemacht wird. Sprich, es handelt jemand im Namen von anderen. Repräsentation wird das genannt. So, Ihre These würde bedeuten, sowas wie Repräsentation wird es nicht mehr geben. Sprich, es wird keine Politik mehr geben. Also wenn man das ganz, also wir kennen Sie nur... Sie mich jetzt sehr weitgehend... Ja. Und ich würde nur weiterdenken, weil im Prinzip müssen Sie doch dann das durchdeklinieren, was das für politisches Handeln bedeutet. So. Und da war mein Angebot, nochmal über diesen Begriff oder über diese Form repräsentativen Handelns nachzudenken. Also in Klammern, man hat ja immer sozusagen, wenn man was wissen wollte, hat man 1.000 Leute befragt und hat gesagt, das ist repräsentativ. Kann man heute anders machen, weil man kann heute die Gesamtheit sozusagen befragen. Problem ist aber, wenn wir heute angucken, wie Politik gemacht wird, merken wir, dass Bilder und Emotionen und Gerüchte eine ganz neue Dimension haben und dass eine Weltgesellschaft mit 7 oder 9 Milliarden Leuten nicht zu steuern ist. Und das erzeugt neue Probleme vor dem Hintergrund, dass für eine bestimmte Gruppe von Leuten sich neue technologische Möglichkeiten geben. Und wir erleben ja das gerade mit den Geflüchteten. Das sind individuelle Entscheidungen, die sozusagen gar nicht mehr technologisch sozusagen einholbar sind. Ja, ich stimme Ihnen zu. Diese Frage nach dem Kollektiv, das ist eine sehr, sehr wichtige. Ich glaube, Politik ist weiter möglich. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich das Kollektiv anders zusammensetzen wird oder beginnt sich anders zusammensetzen. Ich glaube, wie gesagt, Politik ist auch weiter möglich. Nur, ich versuche das jetzt sozusagen eins nach dem anderen. Die Flüchtlinge, glaube ich, ist gerade ein technologisches Phänomen. Die enge Vernetzung dieser Flüchtlingsströme ist sicherlich was Neues, geradezu in Echtzeit. Was natürlich auch zu Echtzeitüberforderungen führt. Nicht, dass frühere Flüchtlingsströme nicht auch schon zu Überforderungen geführt haben, aber ich glaube, es ist gerade ein gutes Beispiel dafür, was digitale Technologie sozusagen in der Mobilisierung bewirken kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, in der Tat, die repräsentative Politik wird sich sehr stark ändern. Und wir sehen schon erste Hinweise darauf. Ich weiß nicht, wer damit vertraut ist. Obama hat in meiner Wahrnehmung den ersten wirklich durchgängig digitalen Wahlkampf geführt. Er hatte extreme Datenmengen, also man geht davon aus, wenn ich es ganz kurz ausführen darf, weil das ganz interessant ist, genau daran anschließt, was Sie sagen. Man geht davon aus, dass er von rund 170 Millionen Wählern der USA sehr genaue Daten hatten. Also 2010 bis 20.000 Datenpunkte pro Wähler. Name, Adresse, bisherige Wahlhistorie, Vorlieben, Freunde auf Facebook, Follower auf Twitter und vieles andere mehr. Daten von Forschungsinstituten, also von Konsumforschungsinstituten etc.
Und von der 1 Milliarde Dollar, die Obama an Spenden eingesammelt hat bei seinem letzten Wahlkampf, hat er über 100 Millionen ausgegeben für die Datenverarbeitung. Er hat ein großes in seinem Hauptquartier in Chicago, ein eigenes Raum freigemacht. The Cave heißt das, die Höhle. Und da waren mit die besten Datenwissenschaftler, die er von Facebook, Google etc. bekommen hat. Und die haben das verarbeitet. Ziel war, klar, Kontrolle. Neue Formen von Kontrolle. Ziel war natürlich, die Botschaften, die er sendet, möglichst zu individualisieren. Und man geht davon aus, oder zumindest auf kleine Gruppen zu zielen. Also das nach dem Motto, ich verspreche hier jedem was anderes, weil ich weiß genau, was ihr hören wollt. Was du hören willst, was sie hören wollen und so weiter. Also dass man diese Unterschiede erfasst, überschwemmt werden mit Unterschieden. Und nur um ein Beispiel zu nennen, am Ende des Wahlkampfes gehen ja dann die Freiwilligen los und klopfen an jede Tür und versuchen die Leute zu überreden. Das war früher. Heute, bei Obama war es so, jeder freiwillige Helfer hatte ein Smartphone und darauf eine eigene App. Und auf der App stand, wo er überhaupt nur klopfen soll. Nämlich nicht mehr Main Street 1 und dann Main Street 2, sondern Main Street 3, sondern er wusste, oder die App sagte ihm, klopf bei Main Street 1. Bei Main Street 2 brauchst du nicht zu klopfen, da sitzt ein Republikaner oder einer, von dem wir schon wissen, dass er eh uns wählen wird, da musst du nicht hingehen, verschwende nicht deine Zeit. Das war das Erste. Dann stand auf der App, klopf an Main Street Nummer 1 und dann steht auf der App, wie das Gespräch zu eröffnen ist. Lieber Bob, und dann kommt die algorithmisch erzeugte sozusagen Ansprache des Wählers und auch welche Punkte überhaupt anzusprechen sind. Denn bei Bob in Main Street 1 muss man was anderes sagen als bei Jane in Main Street 3. Diese Form von Individualisierung oder Singularisierung hat dort stattgefunden und man weiß inzwischen aus politikwissenschaftlicher Forschung, dass das die Dynamik von Wahlkämpfen sehr verändert, dahingehend, dass eine extreme Polarisierung stattfindet. Weil so viele Daten da sind, wird der Unterschied zwischen einem Republikaner und Demokraten so viel deutlicher, dass sich Obama nur noch auf die konzentriert, die für ihn relevant sind und die anderen lässt er links liegen. Und das ist natürlich ganz was anderes als einer, der sich auf den Marktplatz stellt und sagt, um alle kämpft und alle bewirbt. Also das Kollektiv, die Dynamik des Kollektivs beginnt sich schon durch diese Technologien zu ändern. Und wenn Sie glauben, dass das in Deutschland nicht der Fall sein wird, dass wir solche Datenmengen gar nicht haben werden, ich muss Sie enttäuschen. Die SPD hat versucht, den Kampagnenchef von Obama anzustellen, Joe Messina. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Unterschiede in der Gehaltshöhe gab. Aber sowas wird auch sozusagen unsere deutsche Demokratie stark verändern. Denn dann taucht zum Beispiel das Problem auf, ja, woher weiß ich denn, was dem anderen gesagt worden ist? Werden da sozusagen digitale Hinterzimmerabsprachen getroffen? Also es fängt an. Es fängt an oder ist schon mittendrin. Bigi Bender. Würde sich ja sozusagen der Marktplatz regelrecht erledigen, nicht? Weil ich da nur eine relativ undefinierte Masse vor mir habe. Ja? Ich wollte aber zu der Politik gerade noch dran erinnern, weil auf das Thema Flüchtlinge kam, das Bild des toten Jungen am Strand. Ja, einerseits auch ein Phänomen von Digitalisierung, weil so ein Bild um die Welt geht, ja. Aber dann setzt ein ganz alter Mechanismus ein. Großbritannien erklärt sich plötzlich bereit, nicht allzu viele, aber immerhin, ne, Flüchtlinge aufzunehmen, weil man dort unter Druck gerät. Weil das einfach Emotionen weckt, dieses Bild. Sind auch vorher Kinder ertrunken, ja. Aber dieses Bild, ne, bewirkt nochmal was anderes und, das ist eher was Archaisches. Also insofern wird das auch nicht weggehen. Und ich habe auch ein bisschen bei den Wahlkämpfen die Zweifel, ob nicht da auch immer so Gesamtemotionalisierung eine Rolle spielt. Also ob man wirklich nur was mit Individuen oder Kleingruppen da erreicht, weiß ich nicht. Aber kann man vielleicht nochmal diskutieren. Ich war eigentlich, als ich mich gemeldet habe, noch an dem Punkt davor. Sie waren dann auch dazu gekommen zu sagen, wir werden berechnet und können nicht zurückrechnen. Also dieses Thema Datenhoheit. Wenn der Herr Knoll seine Daten vom Jogging aufzeichnet, ja, und überlegt, es zu veröffentlichen, ist das eine Entscheidung, die Sie treffen können oder auch nicht, ja. Wenn aber die Leute ihre ganzen Variables da haben, gehen die Daten normalerweise an Google. Das heißt, die sind schon weg, ja, und da wird ja was mit gemacht,
Und ich finde auch, dass wir da zum Teil merkwürdige kognitive Dissonanzen haben, ja, dieselben Leute, die solche Variables tragen, wo die Daten dann an einen Konzern gehen und auf Facebook ihr gesamtes Privatleben ausbreiten, die fürchten sich dann vor der elektronischen Gesundheitskarte, ja, oder so, ne? Und über dieses Feld, also Datenhoheit und wo öffnen und wo nicht und was kann man oder will man kontrollieren, würde ich gern auch noch ein bisschen reden. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige hier im Raum bin, der eigentlich über das Thema gerne reden würde. Also Quantified Self, das vermessen ich und so. Ich bin normalerweise bei Veranstaltungen, wo ich älter bin als der Durchschnitt und nicht jünger. Und ich mich überrascht oder mich erschüttert ein bisschen dieses generelle Internet-Bashing, Digitalisierung ist scheiße, dieser generelle Pessimismus, ja. Statt zu sagen, also die Leute, mit denen ich sonst unterwegs bin, sagen, hey, hier gibt's einen Accelerometer-Sensor, den ich aus China bestellen kann, für $3, ja, auf eBay, inklusive Versand. Und ich kann damit alles machen, was ich will. Und deswegen schraube ich mir jetzt irgendwas an mein linkes Ohr. Und ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Ja, sondern eigentlich eher so eine Art Aufbruchstimmung, Optimismus, dass man was machen kann. Natürlich gibt's eine Kritik, ja, die ganzen Snowden-Veröffentlichungen und so, dieselben Leute gehen auf die Straße gegen sowas, aber mal zu sagen, dass es eigentlich eine große Revolution nicht nur im Softwarebereich gab und im Vernetzungsbereich, sondern auch im Hardwarebereich, dass das jedes Kind sich ein Arduino-Kit bei Amazon bestellen kann und Hardware löten kann, ja, auch jeder hier im Raum könnte das machen, ja, die Bücher sind wirklich schön, ja, also würde ich jedem mal empfehlen und dass ich hier vermisse ich die ganze Perspektive, was können wir eigentlich machen, welche Geschäftsmodelle gibt es, wie können wir die Welt damit verändern, stattdessen sagen wir, Facebook ist scheiße, Google ist scheiße, die Regierung ist scheiße, damit ändern wir irgendwie gar nichts. Also das wollte ich nur sagen. Also nicht, dass ich jetzt widerspreche den ganzen Kritikpunkten, aber es genügt doch nicht, hier zu sitzen und irgendwas blöd zu finden. Wie würden, also erstens finde ich es nicht, nein, noch die, bitte noch, wie würden Sie denn die Welt verändern mit den Geräten? Naja, also ich finde so, es gibt halt schöne Ansätze, wo man sagen kann, okay, ich kann die Daten selber heben, ich kann dann was über mich selber lernen und vielleicht auch meinen ganzen Körper verändern oder die Perspektive des Menschseins verändern auf einer individualistischen Ebene. Aber es gibt ja auch diese Beispiele zu sagen, ich habe eine Krankheit, die keine Sau interessiert und deswegen gehe ich auf Patients Like Me und organisiere mich mit anderen, die die Krankheit haben und dann mache ich einfach meine eigene Gesundheitsforschung, bevor ich sterbe dran. Und das ist eine gewisse Volkssouveränität oder wie auch immer man das mag. Und die sagt, ist mir eigentlich total egal, wer da irgendwas reguliert, sondern ich mache das jetzt einfach mal. Und dieser Hacker-Ethos ist eigentlich bei solchen Nischenthemen, sage ich jetzt eigentlich mal, noch total da. Und zwar bevor Joe Bone kommt und die Apple Watch. Ja? Also natürlich ist es so, dass Dinge gut funktionieren, wenn sie in sehr zentralisierten Datensilos sind, die im Hintergrund bei großen 5 Unternehmen sind. Und dagegen kann man ja auch gut was haben und dagegen sollten wir auch was haben oder zumindest die Herausgabe unserer eigenen Daten fordern, sage ich mal. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass wir es ja auch vielleicht was daran ändern können. Ich finde ja toll, dass Sie sich hier eingeschmuggelt haben. Wir sind sie an der Kontrolle und vorbeigekommen. Ja, an meiner Kontrolle. Nein, ich hoffe, ich habe klar gemacht, dass ich diese Perspektive auch in der Subversion, was Sie ja sagen, irgendwie, ich hab die Krankheit, die keiner erforscht, weil es sich nicht lohnt. Und es gibt Möglichkeiten für mich, mich dann auch mit anderen, die es auch haben, zu vernetzen oder sogar eine eigene Forschung zu betreiben, wie auch immer. Ob das jetzt nur, wie weitreichend das auch immer ist. Aber N gleich 1 als Untersuchungsgegenstand, nicht mehr nur, ich brauche eine klinische Studie über 5000 und so weiter. Das ist eine Perspektive, die da drin steckt. Das ist absolut richtig. Und ich glaube, und jetzt komme ich wahrscheinlich als windelweich rüber, weil ich glaube, wir müssen solche Optionen nutzen und Chancen nutzen und damit auch rumspielen. Also ich fand das ganz toll hier. Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Und so eine Einmischung, als Einmischung kann man ja auch so einen Kontakt mit so einer Technologie verstehen. Also Arduino, also das sind so Basteln im Grunde genommen, klingt jetzt wahnsinnig naiv, kann auch eine Einmischung sein, mit der wir an der Realität dieser Technologien bleiben. Also wir müssen im Kontakt bleiben, sonst wissen wir überhaupt nicht, was wir da regeln sollen. Insofern habe ich da eine große Sympathie. So, jetzt habe ich Sie auf der Liste, Sie und dann die Dame da hinten.
Ja, vielen Dank für Ihre Gedankenanstöße. Ich muss vielleicht meinen Vorredner jetzt frustrieren. Ich gehe nochmal zu dem Titel Das vermessene Ich zurück. Mich als Germanist reizt natürlich das Wort vermessen. Ich weiß nicht, ob das Wortspiel geplant war. Ich kann verschlafen, ich kann mich verlaufen, ich kann mich vermessen, so wie die Ingenieure bei Volkswagen oder VW. Also ich kann alles tun dazu. Und meine Frage ist, was brauche ich? Sie haben ja selber angesprochen, Sie hatten jetzt irgendwie eine App, die Ihnen gesagt hat, Sie haben schlecht geschlafen, Sie haben aber gut geschlafen. Wenn es die App das Gegenteil sagen würde, was macht man dann? Muss ich da meinem Gefühl misstrauen? Muss ich das wegschmeißen, weil die Maschine besser ist als ich? Brauche ich was, das mir sagt, du bist zu dick, du musst mehr laufen? Brauche ich wirklich was, das mir sagt, du musst jetzt aufs Klo gehen, du musst jetzt mit einer Frau schlafen, weil du 3 Tage keinen Sex mehr hattest oder so? Vielleicht habe ich da keinen, vielleicht brauche ich es auch nicht. Also was geben wir unsere 80 Milliarden Gehirnzellen ab? Haben wir ein Gefühl, haben wir ein Herz, einen Verstand? Und vielleicht noch 5 Sinne? Das ist meine Frage. Vielleicht bin ich alt, aber nicht krank genug, um das jetzt zu brauchen, weil Felix, der Glückliche, den Sie vorhin genannt haben, der hat es ja auch gebraucht. Aber mein Problem ist wirklich bei vielen dieser Dinge, dass ich dachte, wir haben doch selber. Es gibt so einen schönen Slogan für einen öffentlich-rechtlichen Radio, der sagt, Hirn braucht Arbeit. Und ich frage mich, so haben wir es. Ich bin nicht gegen den Kontakt der Technik, aber Sie sagten vorhin, es überfordert uns. Mich würde auch ein Formel-1-Wagen sicher überfordern, aber brauche ich den wirklich? Das ist ja die Frage, ist alles, was mich überfordert, brauche ich das? Vor 30 Jahren hat man gesagt, ihr seid alle zu blöd, ihr Grünen, weil ihr gegen die Atomkraft seid, ihr versteht sie nicht, ihr wollt zurück ins Mittelalter. Und jetzt heißt es woanders, ihr müsst alles, was modern ist, ihm nachlaufen. Meine Frage ist, viele Dinge verstehe ich nicht und ich habe aber noch den Mehrwert nicht erkannt, würde Marx sagen. Wo ist der Mehrwert, dass ich jetzt weiß, dass mir jemand anders sagt, was ich machen soll? Kühlschrank, die mir sagt, es ist abgelaufen, kann ich auch mit Augen lesen. Ich kann die Frage schlicht nicht beantworten. Ich weiß nicht, was Sie brauchen. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel schlafen, kann man ja sagen, ja meine Güte, was ist denn das für ein alberner Quatsch? Leute gehen in ein Schlaflabor, um sich zu untersuchen zu lassen, wenn sie schlecht schlafen. Und oft ist, man weiß es, man hat das Gefühl, man hat schlecht geschlafen, aber man hat gar nicht schlecht geschlafen. Es gibt diese Form von, und wenn man das, und da hilft es, wenn man hinterher ablesen kann, das kann im Schlaflabor sein, aber möglicherweise auch über Apps, ist jetzt eine einfache Sache, aber trotzdem kann es helfen, dass man sehen kann, dass man auf so einer App ablesen kann, nee, vielleicht muss ich gar nicht an meinem Schlaf was ändern, sondern an meiner Einstellung dazu, ich kann das sehen. Das ist ein Problem, das ich manchmal habe, aber nicht, dass ich es mit einer App lösen würde. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Daraus, was Sie machen, so ein allgemein, so nach dem Motto, was soll das denn? Das finde ich dann auch dann wieder zu weitgehend. Andere finden darin eine sinnvolle Anwendung, teilweise auch nur spielerisch. Das finde ich jetzt ist kein verallgemeinerbares Argument, was Sie gerade gebracht haben. Das ist aber für Sie wahrscheinlich sehr, sehr richtig und gültig. Ja, danke sehr. Also Ihr Buch habe ich noch nicht gelesen, aber ich werde es natürlich noch lesen. Danke. Aber ich habe ein anderes gelesen, und zwar das Buch von Frank Schirmacher. Das kennen Sie ja sicher sehr gut, Ego. Und Frank Schirmacher ist ja bekannt, der ist ja der Herausgeber der FAZ mit gewesen. Und dieses Buch ist für mich total überraschend. Das ist die härteste Kapitalismuskritik, die ich je gelesen habe in den letzten 20 Jahren von Frank Schirmacher, FAZ. Und er beschreibt ja fast auch ausschließlich die Digitalisierung, Einfluss auf die Geheimdienste, auf den Terrorismus, auf das Finanzsystem, auf die Wirtschaft und so weiter und so weiter. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte, und da hätte ich gerne einen Kommentar von Ihnen, er sieht das ja ganz pessimistisch und sagt ja praktisch, diese Entwicklung wird zur Selbstzerstörung der Menschheit führen. Und es ist eben deshalb interessant, das Buch, weil es von jemandem kommt, der meiner Meinung nach auch sehr klug ist und viel Erfahrung hat, selbst sozusagen an der ganzen kapitalistischen Entwicklung voll mitgewirkt hat und diese Kernschleife gemacht hat. Und ich behaupte ja soweit, ich kenne ihn sogar persönlich ganz gut, dass diese Einstellung, die er gewonnen hat und diese Erfahrung und diese Kenntnisse dazu geführt haben, dass er auch früh gestorben ist. Das weiß ich nicht, ich kenne ihn auch oder kannte ihn auch. Ja, das kann gut sein. Sozusagen gegen die Gewissheit, dass das zum Ende führen wird, finde ich, kann man nicht anargumentieren.
Ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem mittellangen Leben, ich habe schon zu viele Weltuntergänge überlebt oder die mir angekündigt wurden. Ich neige dazu, das kann man jetzt auch naiv finden, ich kriege es nicht hin, zu glauben, dass das Aufkommen von dieser Technologie das Ende der Menschheit ist. Ich kriege diesen Gedanken nicht hin, weil ich wüsste nicht, was, also da würde mir das bei der Atomkraft schon eher einfallen oder sowas, aber das ist eine komplexe, schwierige, aber also ich kann vielleicht mit Ihnen so ein bisschen, ich kriege da das Apokalyptische nicht rein. Die Singularität von, also das heißt, irgendwann werden die Maschinen intelligenter als wir und sie unterjochen uns. Ich frage mich immer, warum sollten sie uns unterjochen, wenn sie intelligenter sind als wir? Das ist ja irgendwie, verstehe ich nicht. Ich höre es sozusagen, dass das ein Untergang sein kann, aber ich sehe keinen Anlass dafür. Nichts an dieser Technologie sagt mir, dass das Ende der Menschheit ist. Ich glaube auch, ich halte da auch noch einen zweiten Gedanken für fatal. Ich glaube, der blockiert uns. Und zwar, hier Stephen Hawking und Bill Gates haben ja auch kürzlich gesagt, demnächst werden die Maschinen intelligenter als wir und dann unterjochen sie uns auch. Und was mich irritiert daran ist, dass da so ein Kampf konstruiert wird. Ein Kampf, entweder die Maschinen oder wir. Da gibt es nichts dazwischen. Die überleben oder wir überleben. Und das ist fast eher eine religiöses Denken. Teufel gewinnt oder Gott gewinnt. Und die mag es beide geben, aber in meinem Leben spielen sie keine so große Rolle. Ich glaube eher, was wir haben, und das haben wir bisher mit jeder Technologie auf dieser Erde gehabt, ist eine Koevolution. Es geht vielmehr darum, wie, also Maschinenintelligenz, wie Mensch und Maschine intelligent miteinander kooperieren, zusammenarbeiten. Und eins der eindrücklichsten Beispiele finde ich immer Schach. Wir wissen, 1996, glaube ich, hat zum ersten Mal ein Computer einen Schachweltmeister geschlagen, Garry Kasparov, damals Deep Blue. Zeitungen voll mit Headlines, so eine Demütigung für die Menschheit und dergleichen mehr. Und seit der Zeit, ich frage immer sehr viele Leute dazu, weil es mich interessiert, glauben sehr viele, die meisten, die ich frage zumindest, dass Computer die besseren Schachspieler sind. Und das stimmt nicht. Es gab 2005 dann das erste größere Turnier, wo sowohl Großmeister angetreten sind, als auch Maschinen und eine dritte Gruppe, nämlich Teams von Menschen und Maschinen, also wo Schachspieler zusammen mit Computern sozusagen gearbeitet haben. Also das heißt, wie läuft sowas ab? Da gibt es dann drei Schachspieler und dann gibt es drei Computer und da laufen unterschiedliche Programme drauf. Und es geht darum, dass die Menschen sozusagen erkennen, wie ticken die Computer, in welcher Phase eines Spiels sollte man auf welches Programm eher vertrauen. Die versuchen rauszukriegen, was die Gegenseite gerade für ein Programm benutzt und wie die ticken. Und diese Kombinationen aus Menschen und Maschinen spielen das stärkste Schach. Die schlagen alle anderen. Und zwar nicht die besten Schachspieler mit den besten Maschinen, sondern die Menschen und die Maschinen, die sozusagen am besten aufeinander eingespielt sind. Und für mich ist das ein Bild von dem, vor dem wir stehen. Es wird diese Koevolution geben. Maschinen werden uns an vielen Stellen die Jobs wegnehmen. Das haben sie auch schon vorher getan. In der industriellen Revolution sind über 90% aller Berufe verschwunden. Das wird jetzt auch wieder passieren und auch nicht zu knapp. Und im großen Unterschied zu früher werden auch sehr Hochqualifizierte teilweise davon betroffen sein, weil die Maschinen entsprechend so sind. Aber im Kern geht es um diese Koevolution, diese Kooperation. Und die müssen wir gut gestalten. Das wäre meine Vorstellung und nicht Kampf, die oder wir. Das halte ich für keine realistische Perspektive. Absolut. Ohne Zweifel. Das heißt also, selbst wenn ich wüsste, dass die Welt so abgeht,
jetzt noch die letzten beiden Meldungen von Ihnen und von Ihnen. Ich wollte auch noch ein letztes Mal auf dieses Moment der Subversion zurückkommen. Und zwar nicht allgemein bezogen auf Digitalisierung, sondern tatsächlich diese Apps, über die wir reden. Und Sie haben ja gesagt, dass in diesem Zurückweisen des allgemeinen Wissens über den Menschen auch so ein utopisches Moment drin steckt. Und ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, und zwar ein bisschen anders als mein Vorredner, entlang von so zwei Strängen. Und zwar das eine ist, beim Anwenden dieser Apps wird sich da nicht trotzdem unweigerlich an irgendeine Art von Norm orientiert. Also wenn ich mein Gewicht messe, macht das Wissen darüber nur Sinn, wenn ich weiß, wie der Body-Mass-Index funktioniert und was der aussagt. Wenn ich Blutzuckerwerte messe, dann macht es nur Sinn, wenn ich von einer gewissen Norm ausgehe. Und selbst bei irgendwelchen Lauf-Apps vergleiche ich mich dann mit meinen digitalen Freunden und Freundinnen. Also es gibt immer einen Moment von Vergleich darin und damit auch von Norm, die sich darin durchsetzt. Und das andere ist vielleicht nochmal auf so einer gesellschaftlicheren Ebene. Also klar könnte man sagen, im Vergleich zu dieser Gleichmacherei, die man da im Fordismus hatte und diesen sehr rigiden, eindimensionalen Lebensentwürfen der 50er und 60er, da gibt es erstmal was Positives daran, dass es mehr Individualität gibt oder so. Aber wenn man sich dann anschaut, und da will ich dann nochmal zurückkommen auf auch Ihre Kritik an der Kritik, die den Neoliberalismus in den Vordergrund stellt, ist nicht diese radikale Differenz, ist nicht genau das, was es in der gegenwärtigen Arbeitswelt braucht. Also dieser neue Geist des Kapitalismus, wie das bei Botanski und Schiapello hieß, dass genau das ist, und was sich dann auch zeigt in anderen gesellschaftlichen Bereichen, also diese Abweisung des Solidarmodells im Versicherungswesen oder auch diese zunehmende Trennung von Arbeit und Freizeit, also alles so Momente, die durch diese Apps hervorragend auch optimiert werden können. Und Ihre Kritik an dieser Kritik, die den Neoliberalismus in den Mittelpunkt stellt, war ja zum einen, naja, das hat es schon immer gegeben, auch in christlichen Vorstellungen, in anderen Zeiten. Das stimmt ja auch, aber trotz allem muss man sich ja angucken, welche Funktion hat diese gesteigerte Selbstoptimierung in der Gesellschaft, in der wir leben, die eine kapitalistische ist. Und das Zweite, so diese Avantgarde, Sie meinten, das sind vor allem so Spieler und Neugierige, die das nutzen. Ich glaube, das muss auch nicht, also auch wenn man sich anschaut, wie hat sich dieses kalifornische Modell durchgesetzt oder so, das hat sehr stark von den Erfahrungen auch von sozialen Bewegungen und von progressiven Spielern und Freaks gezehrt und hat darauf aber dann eine veränderte ökonomische auch Ausbeutungsstrategie aufgebaut. Deswegen glaube ich gar nicht, dass das dem widerspricht, dass man das Ganze auch analysieren sollte vor den Bedingungen, in denen gerade globalisierter Kapitalismus auch welche Arbeit und Arbeitsbedingungen herstellt und damit auch was für Subjekte er braucht. Bin ich ganz bei Ihnen. Ich hoffe auch, dass ich es jetzt nicht sozusagen überkritisiert habe. Ich habe ja gesagt, das ist durchaus, ich halte das für eine nachvollziehbare, vertretbare und sozusagen in dem Rahmen, in dem Sie es jetzt auch geschildert haben, sehr plausible Position. Ich glaube nur, dass damit das Phänomen noch nicht erschöpft wird. Darauf wollte ich hinweisen. Aber ich finde das eine sehr nachvollziehbare Deutung dessen, was passiert. Und auch, was Sie sagen, diese Vermischung von sozusagen progressiven Bewegungen und dann solchen Verwertungsinteressen, die da auch hinterstecken, auch das gibt es natürlich. Zum ersten Punkt der sozusagen der Normorientierung. Ich glaube, dass die Normen vielfältiger sind als das jetzt bei Ihnen anklang. Das ist zumindest meine Erfahrung mit den Leuten. Das ist zum Beispiel nicht unbedingt eine Orientierung an dem BMI, sondern eher, habe ich häufiger zumindest gehört, ich stelle hier selber fest, was mein zentraler Wert ist, sozusagen der Wert, an dem ich am besten mich wohlfühle oder was auch immer die Ziele dahinter sind. Das sind sehr unterschiedliche Referenzpunkte. Das ist nicht so, ich klappe die BMI-Tabelle auf und dann sehe ich, wo ich sein muss und dann muss ich irgendwie hin, sondern eher genau das, diese BMI-Tabelle, die mag ja irgendwie für jemanden richtig sein, aber für mich kann die gar nicht richtig sein. Ich bin sozusagen viel, da wird sozusagen eine Dauerabweichung produziert, wo Sie auch wieder völlig recht haben. Diese Dauerabweichungen werden dann auch immer wieder miteinander verglichen. Beim Joggen oder bei, ich kenne einen, der hat mir erzählt, dass er festgestellt hat, dass unter einer bestimmten Körperfettmaß, ich weiß nicht mehr, 12,8, was ich schon unglaublich wenig fand, vielleicht in einem anderen Leben, auf alle Fälle, der dann sagte, darunter kann er Schokolade futtern, so viel er will, und darüber nicht. Und der das war für ihn, das war schon fast so ein fetischistischer Wert, bis ich dann festgestellt habe, sozusagen genau das ist so sein Wert und das ist so seine Wirklichkeit, und die da zählt dann alles andere nicht mehr, sondern höchstens nur noch
zu sagen, so ein bisschen auch, ganz leicht klang das wie ihn auch, na, die anderen, die haben, sind noch nicht auf den Trichter gekommen, die sind noch so ein bisschen doof und orientieren sich noch an solchen Tabellen. Also das mit dem Normativen ist, glaube ich, vielfältiger und komplexer. Die letzte Frage. Dankeschön. Das witzigerweise schließen beide Fragen, die ich habe, ziemlich gut an die meiner Vorrednerin an. Und zwar ging es mir auch nochmal um diese Normierung, aber nochmal auf einer anderen Skala. Also sozusagen die individuelle Singularität, das kann ich mir vorstellen, kann bestimmt auch gut sein. Aber ich frage mich aber dennoch, also sozusagen es gab in den Blättern im Mai einen Artikel, in dem stark darauf eingegangen wurde, dass aus diesen ganzen Selbstvermessungsgeräten die Daten oft über 5, ich glaube es waren tatsächlich, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, 5 Anbieter gehen, bevor die sozusagen da landen, wo sie sollen. Und das heißt natürlich schon, dass wir einen wahnsinnigen Kontrollverlust darüber haben, was eigentlich mit diesen ganzen Körper-Selbstvermessungsdaten passiert. Und auch, dass sie zum Beispiel, also da wurde es als sozusagen relativ konkrete Utopie sozusagen beschrieben, dass sie auch an Krankenversicherungen gehen und so weiter. Und natürlich dort wird das nicht zu einer wahnsinnigen Singularität führen, sondern dazu, dass alle immer stärker an Normen gemessen werden und dann jede Abweichung von der Norm auch tatsächlich finanziell bestraft werden kann. Und da sozusagen, also sozusagen, da frage ich mich, ob sich das nicht körperlich doch sozusagen wieder eine stärkere Normierungstendenz gesellschaftlich auswirkt. Damit verbunden, dass dann ja plötzlich sich auch wieder sozusagen so Ressourcen, die eigentlich sozusagen in diesem kapitalistischen System privat sind, kapitalisiert werden. Also sozusagen über die Selbstoptimierungsding, es hat plötzlich einen finanziellen Aspekt von, also alles andere lohnt sich einfach nicht mehr oder dann auch wieder so ein Armut-Reichtumsding. Und da frage ich mich einfach sozusagen, ob wir nicht, natürlich gibt es diese ganzen super positiven Seiten, aber ob wir nicht, um die nutzen zu können, uns nochmal richtig stark Gedanken darüber machen müssen, was es eigentlich politisch für uns heißt und wo wir politisch regeln müssen und wo wir, was sozusagen sowohl die Krankenkassen und was sowohl sozusagen öffentliche Institutionen dürfen, als auch was wir überhaupt für Daten erheben wollen. Bin ich ganz bei Ihnen. Also ich glaube auch, also diese Daten fließen ab und sie werden auf vielfältige Weise dann verarbeitet und was ich andeutete, kommt für uns komplett intransparent. Da wissen wir überhaupt nicht, was passiert. Völlig richtig. Und es wird massiv darum gehen, da eine Transparenz herzustellen. A. B. Dass dahinter solche erneute Normierungsversuche stecken werden. Das wird in irgendeiner Weise sicherlich der Fall sein. Mir ist noch nicht ganz klar, bin ich ganz ehrlich, in welcher Weise sich das auswirken wird. Die Formen, in denen das, also, oder sagen wir so, ich weiß nicht genau, inwiefern diese Differenzierung, die da stattfindet, dann nochmal gebündelt wird, sozusagen, und wieder irgendwie zusammengefasst wird, oder ob die so ein bisschen nebeneinander herlaufen kann. Das ist mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Aber die letzten Punkte, den Sie angesprochen haben, wie regeln wir das politisch? Welche Institutionen brauchen wir, um diese Transparenz herzustellen? Welche Daten, wie läuft das ab? Das wird eine ganz große Aufgabe sein. Es wird sogar eine der zentralen Aufgaben der Zukunft sein. Ganz bin ich hundertprozentig bei Ihnen. So, ich habe jetzt noch 4 Dinge zu sagen. Erstens, dieses Bild stammt von einer Grafikerin von der Heinrich-Böll-Stiftung, nicht wahr? Nein? Niklas Huyuf. Jedenfalls einer, wir ganz eng mit der Böll-Stiftung zusammenarbeiten. Deshalb ein großes Kompliment nochmal auch an alle übrigen Einladungskarten, die er hergestellt hat. Ich verbinde das mit dem Dank nochmal an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir hier sein durften, dass wir miteinander diskutieren konnten. Auch vielen Dank auch an allen, die es hier möglich gemacht haben, an Katrin Schubert etc. Drittens, glaube ich, bin ich jetzt ein herzliches Dankeschön an Sie, an das Publikum. Wir haben noch nie so eine interaktive Gruppe gehabt hier bei Konkrete Utopien. Also danke für die tollen, klugen, intelligenten Fragen. Und das letzte Dank gilt Ihnen, Herr Kuglik. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke für den spannenden Vortrag, die tolle Diskussion. Schönen Abend noch. Herzlichen Dank.